Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal und zu meinem neuen Video. Ich bin die Pamela, bin aus Österreich und es freut mich, wenn ihr bei mir eingeschaltet habt und wenn ihr mich gefunden habt. Ich würde mich gleich einmal über ein Abo freuen, das würde mich so sehr unterstützen und da würdet ihr mir so sehr helfen dabei. Und falls euch das Video gefallen hat, gebt mir auch gerne einen Daumen nach oben und schreibt ein nettes Kommentar. Also heute ist bei mir die Box von Be Perfect angekommen. Die hatten nämlich, ich habe Anfang Juli bestellt und die hatten eine Aktion, so eine krasse Aktion hatten sie noch nie, 40% auf alles, egal ob Sale, ob normal, einfach auf alles, denn irgendwer dort hatte Geburtstag und die haben das voll zelebriert. Und ich habe mir diese Box Thalias Top Picks Mom to Hun ausgesucht. Und die Box ist einfach wunderschön. Schaut euch einmal diese holographische Box an. Also die werde ich mir auf alle Fälle aufheben. Vielleicht in Beauty oder irgendwas anderes verstauen. Die werde ich auf alle Fälle nicht hergeben. Ist nämlich voll schön. Und ich zeige euch jetzt gleich einmal, was da drinnen ist. Ich habe schon alles kontrolliert. Leider haben sie mir eine falsche Farbe geschickt. Das habe ich jetzt mal reklamiert. Ich bin einmal gespannt, ob sich da was tut, ob die mir das noch zuschicken oder nicht. Die haben mir leider Rosy zugeschickt. Das ist so ein Liquid Blush. Ich stehe mal sehr auf den Liquid Blush. Aber nicht in rosa. Ich wollte es in so einem Orangeton haben. So schaut das aus. Ist eigentlich nicht so schlecht. Aber wie geht das auf? Ah ja, sehr fest zugeschraubt. Ja, ist auf alle Fälle mit einem riesigen Applikator. Und so schaut die Farbe aus. Und wir werden die Produkte auch dann beim nächsten Mal einfach gleich einmal in ein Schminkvideo verpacken, würde ich sagen. Und die gleich einmal dann austesten. Als nächstes habe ich das Hydro Glow Tanning Facial Mist. 150 Milliliter, sowas mag ich ja voll gerne. Ich nehme ich eigentlich täglich, dass das Gesicht ein bisschen bräuner wird und auch der Körper. Sprühe mir das auch am Körper drauf. Und dann habe ich einen Perfection Primer, Silky Matte Face Primer. Hoppala. Eigentlich alles kaputt da. Okay, so schaut der aus. Boah, krass. Das ist in so einem langen Ding. Und dann kann man das so auftragen. Schaut sehr silikonig aus auf alle Fälle. Ich schau mal, ob da noch irgendwas dabei steht. Nee, steht sonst nichts dabei. Schau mal, ob auf der Verpackung noch irgendwas drauf steht. Der ist zum Mattieren und zum Minimieren von feinen Linien, Falten und Poren. Das ist für mich super, weil ich habe große Poren. Und der ist mit Kamillenöl, Vitamin A und Vitamin E. Vitamin E ist also das Schönheitsvitamin. Und dann haben wir noch hier Lockdown Luxe Press Powder. Ein gepresster Puder. Ein langanhaltender, hautperfektionierender, gepresster Puder, was sich leicht verblenden lässt, die Poren reduzieren lässt und sie kleiner aussehen lässt. Ich habe hier gerade übersetzt. Wunderschöne Verpackung, ist auch richtig schwer, richtig wertig und so schaut jetzt der Puder aus und es ist eingestempelt Be Perfect. Ich weiß nicht, ob man das sieht, scheint da ein bisschen die Sonne rein. Endlich Sonne! Ich bin im Urlaub und irgendwie ist gefühlt nur kalt. Es ist unglaublich. Dann habe ich einen Shape Stick Caramel Bronze and Define. Und den habe ich ja schon so lange angeschaut und der war jetzt in dieser Verpackung, in diesem Set drinnen. Natürlich muss ich sie mir dann kaufen. Und das ist hier in so einer schönen Stiftform. Das heißt, man könnte sich das gleich so auftragen, wenn das funktioniert, wenn das nicht die Foundation runternimmt. Das weiß ich jetzt nicht genau. Das ist ein Bronzing Stick. Cremige Formulierung. Man kann es gut verblenden, steht da. Und es sorgt für ein flawless Finish. Ja, super.
Dann haben wir hier noch einen Lip Liner von Putlin. Wenn ich das so richtig ausgesprochen habe, weiß ich jetzt nicht genau. Ich zeige euch jetzt gleich einmal die Farbe. Also diese Farbe ist das. So schaut der aus. So ein Weinrot. Eine Farbe Mwah. Komischer Name, aber okay. Und dafür ist auch von Put da First Kiss Soft Satin Put. Also ich schätze mal, das ist einfach ein Lippenstift dazu. Also die Verpackungen sind echt wunderschön. Ne? Was steht da dabei? Soft Satin Lipstick. Es soll langanhaltend sein. Und oh mein Gott, schaut euch einmal diesen Lippenstift an. Hier ist eine wunderschöne Prägung. Aber ich bin mir nicht sicher, ob mir die Farbe gefällt. Das geht nämlich eher ins Braun. Ich befürchte, ich werde dieses Lip Liner und Lippenstift Set weitergeben, weil Braun einfach nicht mein Style ist. Aber wie gesagt, es war ein Set und dadurch ist es nicht so schlimm, wenn ein paar Sachen nicht passen. Dann habe ich noch den Scorched Helios Luxe Powder Blush. Das ist eine aufbaubare, leichte Formulierung mit reichhaltigem Pigment in der Farbe Helios. Soft Peachy Coral ist die Farbe. Wieder wunderschönes Packaging, auch wieder ein bisschen schwer. Und das ist die Farbe. Ja, ist eigentlich ganz süß, ne? So ein schönes hellrosa Peachy. Pfirsichfarben. Und dann schauen wir mal, wie das passt oder auch nicht passt. Dann habe ich noch von North Nude Compass of Creativity. Das ist die Palette. Ich gebe mal die Schutzfolie runter und die wird definitiv weiter warnen. Das ist eine zu neutrale Palette, auch wenn dieses Gelb drinnen ist. Aber ja, die wird auf alle Fälle weiter warnen. Und dann habe ich noch Indestructible Brow Lock and Load Augenbrauenpomade und Power Duo in Dark Brown. Schauen wir sich das einmal an. Ein neues Augenbrauenprodukt ist ja nicht schlecht. Lässt sich nicht so gut öffnen, aber jetzt haben wir es gleich. Und zwar Lock and Load, so schaut das aus, also sehr schön, sehr, sehr hochwertig. Hier oben ist ein Puder drinnen und hier unten ist die Pomade drinnen. Das heißt, man könnte zuerst die Pomade, dann den Puder drüber geben oder je nachdem. Und dann ist hier noch so ein Augenbrauen Curling drinnen und das wäre so ein Pinselchen. Ist irgendwie richtig, richtig süß, ne? Also finde ich echt süß. So, dann hatten wir so eine Duo-Palette da hier drinnen und die habe ich jetzt schon mal aufgemacht und zwar das ist so, das haben zwei Sachen gemeinsam gemacht. Die eine hat der Kohl's World gemacht. Shapeshifter heißen die Paletten. Und die schaut innen so aus. Ich zeige es euch gleich einmal ohne der Folie. Ist auch ein Spiegel dabei, relativ großer. Und das ist... Ist das eine Konturpalette? Moment, das ist eine... Define and Sculpt with our Shapeshifter Contouring. Genau, das ist eine Konturpalette für Gesicht und Körper. Okay, das kann man auch für den Körper anwenden. Und Konturprodukte mag ich immer sehr, sehr gerne und kann man immer gut gebrauchen. Und die zweite Palette, es ist von Zachary Wang. Und das ist eine...
Highlighter und Blusher Palette. Und die hat es mir gleich angetan, weil, ihr werdet es gleich sehen, hier dieses Orange oder Gelb-Orange, hier dieses Orange und das ist noch ein Highlighter-Orange, ein helles Highlighter-Orange und dann noch ein Champagnerton. Also die Palette ist mega, mega cool und schon alleine, weil das Set relativ günstig war, habe ich mir das natürlich das Set gleich genommen, weil eine Konturpalette kann man immer gut brauchen, ne? So, jetzt haben wir noch zwei Sachen und dann sind wir auch schon wieder durch. Und zwar einmal dieses Body Talk Liquid Lustre für Face and Body. Das ist wieder so ein schönes Schimmer-Glitzer-Öl, glaube ich. Und das hat mir eigentlich, das habe ich schon öfters gesehen und jetzt habe ich mir das gleich dazu genommen. Ich habe mir aber den Pinsel nicht dazu genommen, weil man kann eh jeden Pinsel nehmen. Und das ist anscheinend ein Pumper, weil hier unten sieht man es, dass das von hier aus weggeht. Und nein, da steht sonst eigentlich gar nichts drauf. Man soll... Also man kann die Beine highlighten, die Arme, die Schultern, das Dekolleté und für einen jugendlichen Glow. Das hört sich ja schon mal ganz gut an, ne? Und dann habe ich mir ein Blush bestellt und zwar in der Farbe Mango Daiquiri. Und ihr werdet schon ahnen, es ist orange. Das hätte auch heute gut dazu gepasst. Und zwar ist es so ein richtig, richtig schönes Orange. Ja, in Mango Daiquiri. Ich finde das richtig cool und das könnte ich dann gleich mit diesem Blush dann eigentlich setten als Highlighter-Ton. Ne? Also richtig, richtig schön. Ich liebe einfach diese orangen Töne jetzt für den Sommer. Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir werden das jetzt beim nächsten Schminkvideo die Produkte gleich einmal testen und werde ich das einmal dann zeigen. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!